Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Hallo, herzlich willkommen zu den Ansichten. Eine Legende ist wieder auferstanden. Der Beatclub von Radio Bremen feiert ein Revival, und zwar gemeinsam mit Ihnen. Denn am übernächsten Samstag gibt es die nächste Ausgabe von Beatclub und Friends hier im Funkhaus von Radio Bremen im Eventstudio. Sie können dabei sein, können dort feiern, gemeinsam mit anderen Beatclub-Fans und natürlich auch klasse Live-Musik erleben. Zum Beispiel von der Band Larry and the Handjive. Und davon begrüße ich heute den Drummer Uwe Esselmann. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Und der Macher vom Beatclub ist bei mir, Jörg Sonntag. Hallo. Jetzt waren die ersten beiden Veranstaltungen, die es schon gab, schon rappelvoll. Aber es gibt vielleicht noch einige Zuschauer, die noch nicht dabei waren. Noch mal ganz kurz, was ist die Idee hinter Beatclub und Friends? Naja, zunächst habe ich mich wirklich riesig gefreut, dass wir Außenstand zweimal unser Eventstudio ausverkaufen konnten. Beatclub and Friends ist eigentlich eine ganz simple Idee. Wir wollen das Lebensgefühl des Beatclubs wieder zurückbringen. Bands präsentieren, die damals groß gewesen sind und die heute immer noch die Massen bewegen. Aber wir wollen auch junge Bands vorstellen. Wir haben in dieser jetzigen Veranstaltung eine Band, die bei euch in Bremen 4 präsentiert wurde, Black Knight Crash. Wir wollen junge Bands zeigen, die möglicherweise es damals geschafft hätten, in Beatclub aufzutreten, wenn es sie damals schon gegeben hätte. Also wir bringen die Generationen zusammen, alt und jung. Und in erster Linie wollen wir eine Party machen. Wir haben einen Zusammenhalt geschaffen. Larry and the Handjive sind seit der letzten Veranstaltung unsere offizielle Beatclub-Hausband, die in Zukunft also auch Künstler begleiten werden, die keine eigene Band mehr haben. Wie war das für euch? Ihr habt schon viele Konzerte gespielt, auch vor Riesenpublikum. Wie war es für euch, jetzt dabei zu sein bei Beatclub und Friends? Vor allem jetzt auch als reguläre Band, als Resident. Ja, überwältigend war das Ganze so, weil Beatclub ist so eine Herzensangelegenheit für uns sowieso immer schon gewesen, zum Gucken auch. Und ja, mir fehlen die Worte. Also war toll. Super Angelegenheit. Die Fans sind teilweise ein bisschen älter geworden, liebe Zuschauer. Aber jetzt gibt es den Beweis dafür, dass die Stimmung mindestens noch genauso gut ist wie damals in den wilden 60ern. Denn hier ist ein Ausschnitt aus der letzten Ausgabe von Beatclub and Friends. Larry and the Handjive zusammen mit Dave D. Haben Sie ihn erkannt, liebe Zuschauer, mit der Sonnenbrille am Schlagzeug? Das war Uwe Esselmann. Ihr habt zusammengespielt mit Dave D. Da ist ja auch ein kleiner Altersunterschied. Aber wie ist das so, Musik zu machen mit einem kleinen Generationsunterschied? Ja, da wir ja auch so alte Musik machen aus der alten Zeit, wir machen ja sowieso nur 50er und 60er Jahre, war also nur die Person der Unterschied, der es aber ausmacht, weil es eben das Original ist. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, solche Leute begleiten zu dürfen. Ja. Und Dave D ist ja nicht der einzige Star aus alten Beatclub-Zeiten, mit dem ihr zusammengearbeitet habt, sondern mit wem noch? Ja, in erster Linie mit Tony Sheridan. Mit dem arbeiten wir schon seit 19 Jahren zusammen. Und über Tony Sheridan, durch Oldie-Festivals, haben wir dann eben auch die anderen Leute kennengelernt, wie jetzt zum Beispiel Dave D. oder auch eben Lee Curtis, mit dem wir auch seit 2 Jahren auf Tour sind. Mhm. Jörg, wer ist da? Das ist ein Understatement, weil das sind ja ganz, ganz fleißige Herrschaften, Larry and the Handjive. Weil die spielen ja nicht mal jeden Tag mit Dave D. zusammen. Und Dave D. kenne ich aus alter Vergangenheit. Er ist ein großer Perfektionist. Mhm. So, da darf nichts schief gehen. Und dann haben unsere Freunde Schularbeiten gemacht und haben richtig geübt und gehen dann bei uns auf die Bühne zum Soundcheck und machen 10 Minuten Soundcheck. Und auf einmal ruhte der Blick von Dave D. mit großem Wohlwollen auf Larry and the Handjive. Und deswegen haben wir sofort gesagt, das ist eine Band, die wird uns regelmäßig hier begleiten bei Beatclub and Friends. Schön, ja, beim letzten Beatclub wart ihr dann schon dabei und ab jetzt eben, wie gesagt, regelmäßig. Mhm. Die Hausband sind Larry and the Handjive. Jörg, was ist deine Aufgabe genau? Na, ich bin zusammen mit Uschi, mit der Grande Dame der Beatmusik und meinem Freund Dirk Böhling, Gastgeber der ganzen Geschichte. Wir führen so ein bisschen durchs Programm. Ich bin so ein bisschen auch da der Anekdotenerzähler, weil ich die Zeit erlebt habe. Vielleicht auch ein bisschen so der Märchenonkel aus der Zeit. Und
Und wir halten sozusagen ein bisschen das Ganze zusammen. Ja. Das darf ich nicht vergessen. Es geht um 20 Uhr los und geht dann irgendwie bis zum nächsten Morgen. Im Anschluss an die Geschichte gibt es dann eine lange Bremen 1 Beatclub-Disco-Nacht. Und das ist also richtig Remi-Demi, was da passiert. Hinterher große Party also. Uschi Nerke macht die Ansagen bei den Bands. Du bist der Märchenonkel. Eine Anekdote jetzt für uns schon mal, für die Zuschauer auch aus deinen Beatclub-Zeiten von damals. Du hast bestimmt viel erlebt. Naja, die schönste Erinnerung, die ich je habe, um es kurz zu fassen, dass wir ein David Bowie-Konzert aufgezeichnet haben und David Bowie einen Song nicht gespielt hat, und es war mein Song. Und nachdem er von der Bühne gegangen ist, habe ich ihn gebeten, noch mal einen Song zu spielen. Da sagte er, warum? Es ist mein Lieblingssong. Da geht Bowie auf die Bühne und spielt in der Tat Rebel Rebel. Und das wurde dann die größte Version, die Bowie jemals auf der Bühne gespielt hat in der Form. Wer wird noch dabei sein? Alles? Also Bowie werden wir mit Sicherheit auch irgendwann mal haben. Aber ich freue mich richtig auf Jean-Jacques Rawitz. Jean-Jacques Rawitz kenne ich aus alten Frumpy-Zeiten und Randy-Pie-Zeiten. Er wird seine beiden Söhne dabei haben und wird die Rocksängerin Caro dabei haben. Jean-Jacques Rawitz feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Kennen wir ja auch noch als Pianist von Peter Maffay und Udo Lindenberg und anderen. Schöne Geschichte auch noch am Rande. Seinen allerersten Hit hatte er damals mit Michel Polnareff gehabt, La Poupée qui Fernand. Und sozusagen die Festivitäten zu seinem 40. Bühnenjubiläum hat er dann hier bei Beatclub and Friends. Fools Garden werden dabei sein, die ja nicht nur mit Lemon Tree Popgeschichte geschrieben haben, sondern sie interpretieren hinreißend Beatles-Songs. Naja, Black Knight Crash haben wir schon erwähnt und Bongo in a Bubble, auch eine weitere Bremer Combo und viele, viele Gäste und die Beatclub Hausband. Ist denn jetzt die Veranstaltung doch eher was für meine Eltern oder könnte ich auch hingehen und auch super Party machen? Naja, wir wollen die Generation zusammenbringen. Also du bist hoffentlich dabei, ich lade deine Eltern ein. Für die ist dann Fools Garden zuständig, für dich Black Knight Crash und hinterher trinkt ihr gemeinsam Wein. Und ich freue mich jetzt schon, dass ihr drei kommt, um sozusagen stellvertretend für Generationen da den Beatclub and Friends Abend zu feiern. Gut. Mama und Papa, was euch noch erwartet am übernächsten Samstag, das seht ihr jetzt. Jean-Jacques Rawitz ebenfalls dabei. It's only a dead bird, baby. And he's left his body behind. Don't you know he's free? Not like you and me. Yeah. My dream is to be free. Not like you. Ein schöner Song mit Gänsehautpotenzial. Jörg, der wird auf jeden Fall auch dabei sein. Der wird gespielt. Das war eine Aufzeichnung aus Vinyl. Und da ich ja nur weiß, dass du frisch verheiratet bist und eine hinreißende Ehefrau hast, bin ich ziemlich sicher, dass du bei dem Song schwurfen wirst. Also Uli auch noch dabei. Ist auch noch dabei. Übrigens, der Song ist damals von Jean-Jacques Rawitz für Eric Burdon geschrieben worden. Eric hat es nie geschafft und deswegen haben die Rawitz-Family-Mitglieder den Song jetzt aufgenommen. Mhm. Uwe, ihr habt schon mit so vielen Größen zusammengearbeitet. Sheridan, Dave D, wir haben sie eben schon alle aufgezählt. Gibt es noch so einen Wunschzettel von großen Stars, den ihr noch habt? Ja, der größte Wunschzettel wäre natürlich, mit Paul McCartney mal zu spielen. Das wird aber nie in Erfüllung gehen, weil den haben wir mal persönlich kennengelernt, 1992, als der Kinofilm Get Back rauskam. Da waren wir mit bei der Europapremiere eingeladen, natürlich durch Tony Sheridan und weil Paul McCartney, dazu muss ich sagen, Tony Sheridan hat die erste Schallplatte der Beatles, My Bonnie, ist mit den Beatles und mit Tony Sheridan eben zustande gekommen und darauf ist dann Brian Epstein auf die Beatles aufmerksam geworden. Und Jörg Sonntag hat ein dickes Adressbuch, vielleicht ist der Paul McCartney da ja auch noch drin und wird demnächst auch noch mal spielen. Ich durfte ja Paul McCartney schon mal interviewen seinerzeit bei der Präsentation von Get Back. Ich habe auch ein absolut sinnschwangeres Interview mitgemacht. Was will man Paul McCartney fragen? Aber er bedankte sich hinterher bei mir nach dem Interview mit den Worten, ich würde aussehen wie Jakob der Rabe. Vielleicht erinnert er sich daran, wenn ich ihm jetzt ein Mail schicke, ich bin's, Jakob der Rabe. Tony und Larry wollen mit dir was machen, komm vorbei. Vielleicht klappt's ja. Ich freue mich auf eine wunderbare Veranstaltung am übernächsten Samstag, 19. April. Liebe Zuschauer, alle Informationen auch noch mal im Internet unter radiobremen.de. Der Vorverkauf läuft. Es gibt noch einige Karten, denke ich. Die letzten Male war es aber knüppeldicke voll und ausverkauft. Deswegen wahrscheinlich jetzt zuschlagen. Es lohnt sich. Uwe Esselmann, Larry and the Handjive, Jörg Sonntag, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.